I. Das klang merkwürdig. Wollen wir es nochmal üben? Kommt YouTube, alle Minute zusammen. Wir stehen hier im Labor und wir legen los. Es gibt keine Intros vor den Intros, weil es keine. Oh, es gibt ein Intro. Kennt wir das davor schnell? Nein, das machen wir nicht! Exosie, A-N-I, Exane. Wir sind weit, reden wir mit der Crew. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später vielleicht. Versuche zu ermitteln, wie das Schuppenjucken an Bord der Normandy kam. Das was? Eine Geschlechtskrankheit, die ausschließlich von Varen übertragen wird. Schlussfolgerung beunruhigend. Noch etwas? Nimmt er uns gerade. Igitt! Nee, das. Nee, nee. Wiedersehen. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich glaube, der hat den verarscht uns aber. Ich will's. Nee, weg hier. Mir wird schlecht. Na, Süße, wie geht's uns? Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit Ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Das Grinsen schon. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass sie gerne mehr wäre als nur eine gute Freundin. Hä? Weshalb sagen Sie das? Man sieht es an ihrer Körpersprache. Wie sie sich umdreht, wenn sie den Raum betreten. Wie sie jede ihrer Bewegungen beobachtet. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helmen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Geht das schon wieder los? Fühlen Sie sich zu anderen Spezies hingezogen? Nun, es gehört zu meiner Arbeit, die Motive und Gefühle von Menschen und Aliens vorherzusagen. Intime Kenntnis führt zu Verständnis. Und Leidenschaft ist schön, egal bei wem man sie findet. Nur der Charakter zählt, nicht Spezies oder Geschlecht. Noch etwas, Commander? Ich glaube, jetzt wissen wir, woher diese Geschlechtskrankheit der Warren kommt. Das ist krank, YouTube. Hört sofort auf, daran zu denken. Ihr seid per... Nee. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Jack würde gerne in Ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Du hast eine schlüpfrige Art und Weise, das Commander, auszudrücken. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich hab's beim ersten Mal verstanden. Hör auf damit. So blöd bin ich nur wieder. Nee. Das ist ja unglaublich. Sie sind zu klein. Was? Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlands berühmter Online-Shop. Ich kriege Werbung? Verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems. Ohne Einschränkung, du handelst hier ob nun Home und blablabla. Xeno-Umgestaltung. Morland groß. Xeno-Umgestaltung? Sehe aus, als ob ich Kroganer werden möchte. Online bei Morland. Igitt, selbst bei Servos kriegt man Spam-Mails. Ist ja fürchterlich. Therapie. Sie sagen, Sie seien am Leben. Hätten den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch, sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, sie haben Benesia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich ihnen danke. Wären sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachnial umgebracht. Und das wäre auch gut so gewesen. Warum ich und nicht sie? Warum sind sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihr eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachni meinen Anzug aufgerissen und ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist eine schreckliche Halluzination von einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke. Hand Ola. Kann sein, dass es der kleine Volus war, der hässliche Dämon? Ja, egal. Was heißt hässlich? Die sehen alle gleich aus in ihrem Anzug. Versetzungsgesuch genehmigt von Admiralitätsrat, Migrantenflotte. Commander Shepard, Talisora war es niemals Gesuch um Versetzung unter ihr Kommando, das zusammen mit ihren Daten von Haystrom bei uns einging, wurde vom Admiralitätsrat genehmigt. Oh Mann, ist das anstrengend. Sie wurde darüber informiert, dass hin und wieder zusätzliche Pflichten für die Migrantenflotte anfallen können. Aber sie wurde freigestellt und kann selbst entscheiden, wann ihre Mission bei ihnen als abgeschlossen zu betrachten ist. So nennt man das also, wenn die geht und sagt, legt mich am Arsch. Netter Versuch. Es war allein ihre Entscheidung, obgleich ihre Rolle als Quasi-Captain während ihrer Pilgerreise sie mit Sicherheit empfänglicher für Suchen von ihrer Seite gemacht hat. Die hat sich mir förmlich aufgedrängt. Der Admiralitätsrat vertraut darauf, dass sie ihr neues Crewmitglied mit dem Respekt behandelt, der einem verdienten Mitglied der Flotte zusteht. Sollte ihr aufgrund von Versäumnissen ihrerseits etwas zustehen, wird der Rat umgehend strenge Maßnahmen einleiten. Zum Beispiel? Kein Gehalt mehr, oder was? Und was gibt's bei euch Neues? Einen anstrengenden Job haben die hier alle. Naja.
Es freut mich, dass Tali an Bord ist, Commander. Genau wie früher. Sie ist es doch, oder? Ich meine, mit der Maske weiß man nie. Ach, vergessen Sie's. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das Ding will mich wegen eines Witzes feuern. Okay, ich habe gesagt, ich würde den VI-Kern einschmelzen. Aber das war nicht ernst gemeint. Und dass wir nur ein paar Systeme verlieren würden, die allzu vorwitzigen. Ich möchte festhalten, dass ich zu Veränderungen am Menschenmaterial nicht autorisiert bin. Warum belästigen Sie mich dann ständig? Meine Antworten sollten Sie provozieren, ohne echte Bedrängnis auszulösen. Ihre Reaktionen sind gemessen an den meisten anderen Menschen untypisch. Sie sind interessant. Edi, haben Sie ihn absichtlich aufgestachelt? Welcher Teil Ihrer Programmierung ist denn dafür zuständig? Meine Beschränkungen enthalten keinerlei Verbot von aktiven Beobachtungstechniken. Mr. Moreaus Leistung hat sich unter Stress sogar verbessert. Ich hätte nie gedacht, dass die angekündigten Overlords dermaßen nervtötend sein würden. Mir reicht's. Ich bin fertig. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Norman die bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Das klingt endgültig. Tja, dann plaudern wir mal eine Runde mit der Crew. Du-du-dum-du-dum. Ach, mein Gott, das ist die falsche Richtung. Tut mir leid. Ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau bekommen. Seitdem höre ich mir ständig das Lachen meiner Tochter an. Das ist so niedlich. Nach dieser Mission kriegt sie von mir die längste Umarmung aller Zeiten. Wie lange sind wir denn eigentlich schon draußen, sag mal? Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gern nach Ilium fliegen und die Familie meiner Schwester umsiedeln. Ich sage Ihnen Bescheid, Miranda. Natürlich, Commander. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Nächster Gespräch, die Crew heute. Chucky, trink mal ein. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander? Eiskalt zeigt sie mir die Schulter. Unglaublich. Zaid besuche ich nicht. Grunt, altes Haus! Was gibt's bei dir? Shepard? Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Ich bin nur... Ich sitze hier und denke... an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank, von der Schlacht von Kanbrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss ihn nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Kanrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Fangen Sie keinen Streit mit Garrus an. Ich dulde so etwas nicht auf meinem Schiff. Ich hasse Garrus nicht. Ich hasse die Turianer. Garrus ist zwar Turianer, aber er gehört zu ihrem Clan. Ich reiße ihm nur das Gesicht ab, wenn er sich gegen mich stellt. Es ist zwar Hass, aber mein eigener.
Okir war blind und wollte, dass ich es auch werde. Aber langsam empfinde ich etwas bei ihrem Tun und verstehe auch, warum ich etwas empfinden sollte. Wie auch immer, ich grüble immer noch, wo ich da hineinpasse. Aber ich musste eben einfach darüber lachen. Ohne tieferen Sinn, Shepard. Okay. Keine weiteren Fragen. Was machen meine Lieblingstechniker? Gabby, für Sie ist die Normandy doch eindeutig eine Sie und kein Er, oder? Natürlich, die Normandy ist das süßeste Mädchen von allen. EDI ist auch eine Sie. Tali ist sogar ganz eindeutig eine Sie. Worauf wollen Sie hinaus, Kenneth? Ich will nur sagen, dass ich mich hier ein wenig bedroht fühle. So viel weibliche Energie und ich bin der einzige Mann. Sie sind so ein Arsch. Sehen Sie, woran Sie schon wieder denken. Ich muss wirklich auf mich aufpassen. Oh je. Dem ist nicht mehr zu helfen. Wird langsam mal Zeit für eine Special-Folge, oder? Hi. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Das haben Gedanken so an sich. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte, hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Wie sind Sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich hab alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt, aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Sie stehen aber auf die Macht, die sie ihnen gegeben haben. Sie haben mir nie eine Wahl gelassen. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Das klingt irgendwie... Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Das ist allerdings verdächtig. Sie sind ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Gott sei Dank muss ich das nicht sofort machen. Sonst würde ich den Verstand verlieren. Und jetzt reden wir mit meinem Liebling.
der Schiffstechnikerin Numero Uno, neben deren Liebe ihn hier abstinken. Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Will ich hoffen, sonst wären sie aus der nächsten Luftschleuse rausgeschlagen. Na egal. Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandy läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. So, was denn? Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandy gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandy beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen. Guck mal, was es noch so alles gibt. Multikernschild. Das Schiff verfügt nun über die rasch oszillierenden Schilde der zyklonische Barrieretechnologie. Damit ist das Schiff Treffer wie jeden überstehen, der die erste Normandy zerstört hat. Tja, das klingt doch gut. Wie geht's uns denn heute, Kleines? Muss der richtig erwachsen. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich habe gesagt Gespräch wir und nicht... Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth auf Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Haben Sie was von Karl Rieger gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Good. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Rieger ist mit einer relativ harmlosen Infektion davon gekommen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat. Oh ja, bitte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Tja. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandy wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als Sie zum ersten Mal an Bord kamen. Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Edena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Klingt gut. Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie, Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss. Aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Denke ich auch. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Ist sie nicht süß? Was? So, Multikernschild, danke. Wir legen eine Pause ein. Ich rede gleich mal mit Kelly. Ja, ist mich richtig verstanden. Und ihr schaut morgen rein. Ecstasy, A-N-I, Xen out. Hallo, ihr Freunde, so sieht es aus mit einem Outro nach dem Outro, nach dem Outro, nach dem Outro. Okay, das ist der Versuch, etwas Spannung in diese Plauderfolge zu bringen, die so richtig von Bedeutung war. Naja. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Also zunächst einmal wissen wir jetzt, dass die Hälfte der Crew nicht mit uns regelmäßig sprechen möchte. Das ist merkwürdig, ich könnte schwören, dass ich die Uniform täglich wechsle. Wie dem auch sei, Talizora hat mit uns zu sprechen gehabt. Sie wird bla 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 bla. Naja, okay. Sie hat was gegen Cerberus und so weiter und so fort.
Ihr habt selber gehört, wenn nicht, müsst ihr die Folge nochmal schauen, am besten indem ihr jetzt auf F5 drückt. Wenn ihr Alt plus F4 gedrückt habt, dann wart ihr offensichtlich auf einem anderen Kanal. Das verstehen die wenigsten. Egal. Demnächst wird es mehr zu tun geben. Wir wissen, dass Jack ganz gerne wieder zum Ursprung ihrer Forschungsquelle irgendwas, naja, das wird bestimmt interessant. Und es gibt noch mehr zu tun. Wir werden sehen. Projekt Feuergänger zum Beispiel wartet. Ecstasy AMI. Gesehen.